Das vertraute Bild unserer Städte. Autoverstopfte Straßen, Verkehrschaos Tag für Tag. Unser Lebensumfeld hat sich stark gewandelt durch das Auto und die vielen dafür gebauten Straßen. Leben mit dem Auto. Wir scheinen uns daran gewöhnt zu haben, suchen Ruhe und Entspannung mitten im Verkehrsgetöse. Wir bescheiden uns mit einem kleinen Teil des Verkehrsraums, damit das Auto Platz hat. Platz, der durch immer mehr Autos allerdings immer enger wird. Besonders beeinträchtigt sind dabei vor allem die Schwachen, die Wehrlosen, Kinder und ältere Menschen. Sie sind im besonderen Maße gefährdet durch Unfälle und Umweltbelastung. Das vertraute Bild unserer Städte. Auch wenn wir uns daran gewöhnt zu haben scheinen, betroffen sind wir alle. Alt und jung, Fußgänger und Autofahrer. Wir alle leiden unter chronischer Parkplatznot. Parkendes Blech verstopft zusätzlich den Straßenraum. Kostbare Zeit geht Tag für Tag bei der Parkplatzsuche drauf. Und einen gefunden zu haben, wird oft wichtiger, als mobil zu bleiben. Ah, du bist am Bahnhof angekommen. Mhm. Ja, weißt du, ich würde dich unheimlich gerne abholen, aber ich habe gerade mit Mühe einen Parkplatz gefunden und der wird mir dann flöten gehen. Wir alle sind betroffen, sei es durch Abgasgestank, Unfallgefährdung oder immer unerträglichere Wohnbedingungen. Der stetige Verkehrsstrom nagt an den Nerven der Anwohner. Verkehrslärm ist Krachquelle Nummer 1. Ein Leben hinter verschlossenen Fenstern scheint oft der einzige Ausweg zu sein. Wir leiden darunter, dass unser Aufbruch mit dem Auto in die Unberührtheit der Natur, zur Erholung am Wochenende oder zur Ferienzeit, eben diese Unberührtheit immer mehr beeinträchtigt. Eine belastete oder gar geschädigte Umwelt büßt ihren Erholungswert eben zunehmend ein. Leben mit dem Auto heißt zwar höchste individuelle Mobilität, aber auch Leiden unter Staus, hohen Unterhalts- und Energiekosten, einer zunehmenden Verknappung kostbarer Rohstoffe und der vielen anderen Belastungen durch das Wegwerfprodukt Auto, das von der Herstellung bis zur Entsorgung Geld kostet und Probleme macht. Können wir uns mit all dem weiterhin abfinden oder ist es höchste Zeit zum Handeln? Die ständige Zunahme des Autoverkehrs wird die Probleme noch weiter verschärfen. Welche Lösungen sehen Autofahrer? Frühzeitiges Einfädeln im Verkehr. Mit Sicherheit könnte man was unternehmen, vor allen Dingen dann, wenn man schon die grüne Welle wieder einrichten würde. Nicht, dass man an jeder Ecke stehen bleiben muss. Tunnel bauen hier. Die Autobahn vielleicht verlängern, verbessern. Straßen verbreitern. Warum stehen Sie hier im Stau? Ja, weil ich zur Arbeit muss. Mehr und breitere Straßen, nach aller Erfahrung ziehen sie nur noch mehr Verkehr nach sich. Sicherer werden sie dadurch nicht. In der Theorie scheint so manchem Autofahrer zu dämmern, welche Lösungen greifen könnten. Will ich Auto fahren? Man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Fahrrad fahren. Vom Auto umsteigen auf Bahn, Bus oder Rad. Was halten angehende Autofahrer davon? Fahrschüler. Wissen Sie, welche Verkehrswirklichkeit sie erwartet, wie wenig das Auto heutzutage noch mobil macht. Ja, ich mache den Führerschein, um Auto zu fahren, um flexibel zu sein. Ich finde, dass es am besten mit dem Auto möglich ist, schnell und flexibel irgendwo hinzukommen. Erstens ist man dann nicht so abhängig von der U-Bahn, zweitens bequemer, ja, und man ist flexibler, ne? Na, ist mal was anderes wie Fahrradfahren. Der Drang zum Auto hält ungebremst an. Und wir alle sind beteiligt. Sind oft Opfer und Täter in einer Person. Auch wer sich zum Schutz der bedrohten Umwelt bekennt, trägt oft genug selbst mit umweltverpestenden Uraltautos zu ihrer Belastung bei. Und
selbst wer glaubt, die Nase hochtragen zu können, weil er mit modernerer Technik spazieren fährt, hat noch lange nicht seinen Umweltbeitrag getan. Ja, also ich fahre ein Auto mit Katalysator, das reicht doch, oder? Mit dem Cut ist's nicht getan. Der geregelte Drei-Wege-Katalysator ist die beste bekannte Abgasreinigungstechnik. Er ist unverzichtbar. Im Vergleich zum cut-losen Fahrzeug mindert der Drei-Wege-Katalysator den Schadstoffausstoß um bis zu 90%. Ein wichtiger Umweltbeitrag. Doch auf Dauer reicht das nicht aus. Die Zunahme des Autoverkehrs macht die Schadstoffminderung pro Auto über kurz oder lang wieder wett. Und gegen die drohende Klimakatastrophe, den durch zu viel CO2 verursachten Treibhauseffekt, kann der beste Katalysator nichts ausrichten. CO2 wird durch ihn nicht verringert. Mit dem Cut ist's nicht getan. Die Probleme sind vielfältiger. Es beginnt bereits bei der Autoproduktion. Die kostet enorm viel Energie. Und bei vielen Fertigungsschritten tritt eine unmittelbare Umweltbelastung auf. Hochgiftige Dämpfe entstehen beim Lackieren. Wertvolle Rohstoffe müssen in jedes Auto verbaut werden. Auch der Ersatz durch Kunststoffe bringt kaum Entlastung. Kunststoff wird aus dem endlichen Erdöl erzeugt. Und wie man es im Schrottauto wieder los wird, ist noch lange nicht geklärt. Unsere Autos werden immer aufwendiger konstruiert und ausgestattet. Ständig kommen neue Teile hinzu. Die Hersteller erfüllen unsere Wünsche nach immer mehr Leistung durch mehr Ventile und Zylinder, durch immer schwerere Motoren. Das Auto ist nun mal für viele weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Prestigeobjekt, bewundertes Statussymbol. Ist ein schwerer Traumwagen mit hoher Leistung und hohem Verbrauch schon deshalb vernünftig, weil er einen Katalysator hat? Neue Lösungen werden gesucht. Stichwort alternative Energien, um unsere Ansprüche ans Auto trotz aller Rohstoff- und Umweltkrisen auch ins nächste Jahrtausend zu retten. Doch schon jetzt steht fest, keine andere Antriebsenergie kann auf absehbare Zeit das Erdöl ersetzen. Weder der umweltverträgliche Wasserstoff noch das Tanken aus der Steckdose. Der Elektroantrieb ist noch lange nicht praxistauglich. Es fehlt an geeigneten Batterien, die, ohne viel Platz und Gewicht zu beanspruchen, ähnlich viel leisten können wie herkömmlicher Kraftstoff. Elektroautos haben keinen Auspuff. Doch auch ihre Energie muss irgendwo erzeugt werden. Die Abgase entstehen also im Kraftwerk. Alternative Energien stellen also noch keine überzeugende Lösung dar. Auch ein Elektrofahrzeug bräuchte Platz, würde unsere Straßen verstopfen. Stichwort bessere Verkehrsplanung. Könnte sie unsere Probleme dem Auto lösen. Nur zaghaft versuchen die Verantwortlichen bisher, den Autoverkehr wenigstens aus den hochbelasteten und unfallträchtigen Innenstädten zu verdrängen. Doch selbst Schikanen wie diese Bodenschwellen vermögen, wie man sieht, den unablässigen Strom nur zu verlangsamen, nicht aber zu stoppen. Und verkehrsberuhigende Maßnahmen stoßen oft auf Unverständnis, selbst bei angehenden Autofahrern. Also ich finde es lächerlich, 30 zu fahren. Und was ist vom möglicherweise umweltschonenden und lebensrettenden Tempo 100 auf Autobahnen zu halten? Könnte ruhig ein bisschen mehr sein, ne? Alle unsere Nachbarn haben Tempolimits und viele bemühen sich um ein konsequentes Zurückdrängen des Autoverkehrs. Jüngstes Beispiel Holland. Busse, Bahnen und das Fahrrad werden immer mehr bevorzugt, um die Lebensqualität in den Städten zu erhöhen. Kein Platz fürs Auto, so drastisch wollen es bei uns nur wenige haben. Man hofft auf technische Lösungen.
Ich habe irgendwie was von so einem Tunnel gehört oder so. Oder vielleicht unterirdisch ein bisschen, weiß ich aber nicht. Ich habe davon keine Ahnung, weiß nicht, vielleicht fliegen oder so. Sowohl was den technischen Sektor der Weiterentwicklung des Automobils betrifft, was die Verbesserung der Umweltwerte betrifft, als auch von Seiten der Stadtplanung her. Ich bin der Meinung, dass da noch Reserven sind. Nicht durch Verbote, sondern durch technische Maßnahmen hofft man bei uns, der zunehmenden Verkehrsflut Herr zu werden. Eine rechtzeitige Warnung vor Staus kann die Verkehrssicherheit erhöhen. Den Stau selbst mit all seinen Umweltbelastungen verhindern kann sie jedoch nicht. Mit noch mehr Technik versucht das Prometheus-Projekt eine Problemlösung. Per Bordcomputer soll der Autofahrer von morgen rechtzeitig vor Staus gewarnt werden und eine Umleitung angezeigt bekommen. Ein Beispiel aus dem umfangreichen Forschungsprogramm für einen besseren Verkehrsfluss. Doch auch für Prometheus gilt, viel Geld, Mühe und Zeit sind erforderlich, bis solche Maßnahmen greifen können. Auf das Wunderauto von morgen zu warten, bringt wenig. Schon heute kann jeder von uns seinen Beitrag zur Umweltschonung und Sicherheit leisten. Das fängt beim Fahrzeugkauf an. Nicht nur der geregelte Katalysator ist wichtig, auch andere Umweltwerte zählen. So gibt der Fahrzeugbrief Auskunft darüber, wie laut das Auto ist. Wer das Auto als modischen Traum betrachtet, sollte dabei nicht vergessen, mehr Auto heißt mehr Gewicht, mehr Verbrauch und mehr Umweltbelastung. Der Start ins Autofahrerleben beginnt meist mit einem Gebrauchtwagen, des günstigeren Preises wegen. Doch gerade bei älteren Modellen ist es um die Umweltverträglichkeit und Sicherheit schlecht bestellt. Wer dies ernst nehmen will, sollte deshalb bei Kauf und Betrieb eines Gebrauchten auf den Zustand achten und für regelmäßige Pflege und Wartung sorgen. Technische Details wie einwandfreie Zündkerzen oder eine richtig eingestellte Zündung beeinflussen Verbrauch und damit Abgas. Selbst ein falscher Reifendruck kann für mehr Sprit und damit für mehr Schadstoffe verantwortlich sein. Schon der Ölzustand kann Aufschluss über einen nicht optimal funktionierenden Motor geben. Und erst recht solch eine Abgasfahne. Auch für Altfahrzeuge gibt es Katalysatoren. Ungeregelt zwar, aber sie können den Schadstoffausstoß halbieren. Sie passen nicht in ganz alte Jahrgänge, aber die Nachfrage lohnt, bringt sie doch oft auch andere Mängel zutage. Nein, das Modell lässt sich leider nicht nachrüsten. Aber bei Ihnen müssten aufgrund der Qualmentwicklung die Ventilschaftdichtungen erneuert werden. Wie teuer wäre das denn? Circa 300 bis 500 Mark. Auch die richtige Fahrweise vermeidet Lärm und Schadstoffe. Nach dem Start gleich losfahren. Warmlaufen im Stand schadet Motor und Umwelt. Rasch weiterschalten. Wer zu lange im niedrigen Gang bleibt, macht unnötig Krach und Gestank. Vorausschauend fahren vermeidet sinnlosen Verbrauch durch häufiges Bremsen und Gas geben, zum Beispiel vor Ampeln. Ganz allgemein gilt, wer sein Auto bewusst einsetzt, entlastet die Umwelt. Wenn man jede Besorgung mit dem Auto macht, dann kann auch ein Cut nicht mehr helfen. Die Hälfte aller Fahrten, die wir mit dem Auto unternehmen, ist unter 5 Kilometer lang. Einkäufe um die Ecke macht man ebenso gut zu Fuß oder per Rad. Wer den Zeitaufwand per Auto von der Abfahrt bis zum endlich gefundenen Parkplatz am Zielort einmal ehrlich vergleicht mit dem bei einer Fahrt im Bus, der wird auf so manche Autofahrt in Zukunft verzichten können. Sich selbst und der Umwelt zuliebe. Wer erkennt, dass die Wahl des Verkehrsmittels nicht immer vernünftig nach seinem tatsächlichen Wert entschieden wird und danach handelt, der hat begriffen, worum es geht. Ich gebrauche das Auto gar nicht so oft, weil ich eigentlich immer nur hier im Umkreis bin. Aber ein Auto zu haben ist halt was, man hat halt ein Auto.